Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und dann schauen wir mal, was liegt heute an. Aber Moment. Erstmal den Hund streicheln hier. Wenn er mal so. Das ist ja viel wichtiger. Und jetzt schauen wir mal, was machen wir heute. Und machen wir überhaupt alles. Oh, zwei Bullen gehäutet, Distanz geschwommen. Ein Hund zu was Interessanten gefolgt. Gewürztes, zartes Fischfilet. Das ist ja mal schwierig. Seestör gefangen. Violette Schneeglöckchen gesammelt. Okay, die sind da hinten. Gesuchte Person mit Verfolgungsfall markiert. Speck dann hier vom Steckbrief von New Austin. Und vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen. Ja, das wird ja nichts. Distanz mit dem Wagen fahren. Zwei Versorgungsmissionen und Wagen an den Pferdenverkäufer. Also, es riecht danach. Heute werden es keine neuen Rollenherausforderung. Sammlerstücke mit Metalldetektor, verlorenen Schmuck und Vogeleier. Ach du meine Güte, drei starken selbstgebrannten getrunken und Einrichtung geändert. Das können wir einmal machen. Tiere wecken, Wildnislager, legendäre Tiere fotografiert. Es wird nicht einfach. Und dann gucken wir erstmal, haben wir überhaupt was zu fahren. Ich denke, heute werden es keine neuen Rollenherausforderungen, aber nee, das dauert noch. Ja, dann kochen wir uns erstmal was. Aber haben wir ja schon mal angerissen. Es muss ja auch nicht immer, ne? Dann habe ich ja noch Sammlerstücke offen. Oh, Vorteile, das über hier. Sammlerstücke offen. Da gucken wir mal, wo liegt was. Hier bei Strawberry, eine Münze. Oh, und hier hinten in Valentine. Auch noch eine Münze. Ach, wisst ihr was? Wir düsen mal eben in die Schwarzbrennerei. Jetzt könnte ich ja hier schon so eine Aufgabe erledigen, aber ich habe heute gar keinen Bock auf Ballerei. Irgendwie immer einen Kaffee dazu genommen, direkt nach Feierabend. Und dann checken wir mal direkt. Na. Ah. Wie gesagt, direkt nach Feierabend. So. Hier liegt nichts. Aber hier haben wir heute eine Tarotkarte. You ready for another job? Nö, wir ändern hier nur die Ausstattung. Okay, then. Da wollte ich auch noch mal gucken, ne? Achso, den könnte ich hier nachkaufen. Erweiterung, das haben wir ja. Bardekor ist das, glaube ich. Das ändern wir jetzt mal eben. Und bei Geschäftsverbesserung. Wo war denn hier? Fotos. Erforderlicher Rang. Ah, und irgend so ein Pass, den gibt's ja nicht. Ja, das ist ja toll. Wann gibt's die denn mal wieder? Das wäre doch mal was. Ja, ich beeile mich ja. So. Damit haben wir wenigstens schon mal eine Aufgabe für heute erledigt. Er hat gar nichts zu tun hier. Ach komm, wir geben schon mal was in Auftrag. Irgendwas Gescheites. Ach komm, hier, wir machen mal richtig einen drauf. My father would have appreciated this. Und jetzt trinken wir eben noch selbst ein. Ah, ist das nicht eine schicke Bar? So. Haben wir das auch schon mal erledigt?
Und jetzt aber raus hier. Oh, können wir nur essen, haben wir genug von. Ja, dann würde ich mal sagen, da würde ich nicht nur, ich sage das auch, reiten wir hier hin und schauen mal, ob wir auf dem Weg dahin noch ein bisschen was finden. Hier scheint heute nichts zu sein. Auch nicht. Aber wenigstens hier. Oh, unsanft abgestiegen. Und das klappt auch. Ah, Glück gehabt. Immer ein bisschen querfällt ein. Hier so ein bisschen den Spaß mitnehmen. Hier ist nix. Das gibt's doch gar nicht. Aha. Hat auf jeden Fall schon mal was vibriert. Ist hier heute nichts drin? Das scheint nicht so. Da haben wir schon mal was mit dem Spaten hier gefunden. Machen wir heute so ein bisschen Sammler nach Feierabend hier. Da hört man den Puma nämlich schon. Wo ist er? Da kommt er. Oh. Sag mal. Ja, der soll möglichst 3 Sterne bleiben. Denn den abzugeben, das lohnt ja im Lager. Ja, ich glaube, ich stürze mich auch wieder ein bisschen mehr auf die Story. Der Spaß hier. Wiederholt sich ja doch. Na. Hab jetzt gelesen, dass der erste Teil jetzt für den PC nochmal rauskommt. Ich finde es schade, dass hier nicht noch mehr gemacht wird. Aha. Immer ein bisschen schwierig, den zu fotografieren. Ah, da erschreckt sich das Pferd ja doch gerne. Falsche Kamera. So, wir versuchen mal. Den zu fotografieren hier, den... Keine Ahnung, was das ist. Und dann geht's nämlich nicht mehr. Seht ihr das? Jetzt schmeißt mich das Pferd was ab. Die haben richtig Bock, seht ihr, ne? Ah.
Dann ist er halt weg, ist mir auch egal. Aber auf den hatte ich jetzt echt keinen Bock. Das ist mir zu stressig. Eigentlich dauert das hier auch zu lange, oder? Er macht's auch noch attig so überall hier so schön. Aber ich kann das irgendwie nicht liegen lassen. Da habe ich immer das Gefühl, das ist hier so reine Vergeudung. Ja. Wenn ich in der Zeit nochmal eben... Also Händler, das wird ja nichts. Sammler, wie gesagt, da werden wir ein bisschen was von machen. Schwarzgewand, haben wir ja schon was fertig. Naturkundler. Ja. Bisschen was schaffen wir heute. Und wie gesagt, man muss ja nicht immer alles. Ich finde nur wichtig, dass man die Serie nicht abreißen lässt. Weil das ist ja dann traurig, sonst... Aber wir müssen ein bisschen Gold heute verdienen. Hier so ein bisschen in der virtuellen freien Wildbahn aufhalten. So hier, aha, 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 aha. Das nehme ich aber noch mit da. Weiter geht's. Und wie gesagt, fürs Geld und Gold macht man es ja schon lange nicht mehr, oder? Also mir geht es wirklich nur um den Spaß. Ich finde das Spiel nach wie vor stark. Macht Laune. Nein, das hatte ich nicht vor. So. Aha. Ist das denn hier oben nochmal? Da ist es. Irgendwo hier. Warum geht denn das hier nicht? So, zeige ich euch eben. Heute hier auch noch was zu finden. Schon wieder eine Herausforderung fertig. Lohner Schmuck.
entspannt hier. Ah, das ist doch hier oben irgendwo an der Hütte, ne? Ich glaube hinter der Hütte, ne? Weiß es doch schon. So, was war das für Fischfilet? Ich habe das doch schon wieder vergessen. Gewürztes Zartes, okay. Gewürztes zartes Fischfilet. Da wollen wir nochmal gucken. Erstmal kriegt er auch einen Kaffee. Da sind wir heute mal nicht so. Zartes Fischfilet. Habe ich eh nur eins. Dann wird das schon mal nichts. Dann machen wir was anderes. Wir müssen ja nur irgendwas machen im Wildnislager. Das brauche ich ja eigentlich alles gar nicht, ne? Ist da irgendwas Wichtiges? Nein. Explosivmunition. Und da machen wir auch noch was. Und dann. Ach, es reicht ja auch. Ab nach Hause. Wir das mal eben ab. Supplies are good. I'm a happy man. Denn so ein Puma bringt's. Yeah, anything's better than nothing. Auch durch. Dann holen wir uns mal eben den Spaß in Valentine ab. Schon mal Richtung 20 Minuten. Dann habt ihr wenigstens heute auch eine Folge, auch wenn wir da nicht alles schaffen. Wo ist das hier überhaupt? Ah, ja. Ich glaube, da in dem Garten oder so. Dann wissen wir auch, wo die Madame ist. Vielleicht. Das muss ich heute gucken. Heute habe ich leider ein bisschen wenig Zeit. Bleibt es dann bei der einen Folge. Ah, ja, das ist hier in dem Beet. Ne? So, bedienen wir uns mal. So, wo ist denn die Madame heute überhaupt? Ah, hier unten. Da haben wir heute die Madame. Ist ja auch gut zu wissen. Wo könnte denn noch verlorener Schmuck sein? Hier ist heute gar nichts. Ich glaube in der Nähe vom Lager, ne?
Aha. Irgendwo hier, ne? Ja. Zeige ich euch auch. Keine Ahnung, was hier heute liegt. Da direkt. Ein verlorener Ring. Ja, dann bräuchten wir jetzt ja nur noch eins, ne? Dann gucken wir mal eben. Dann schauen wir mal. Noch was finden. Nein. Schade. Gucken wir mal eben oben nach. Und wenn nicht, dann nicht. Können wir hier wenigstens noch das mitnehmen. Hier scheint heute nichts zu sein. Nein. Schade, das wäre es gewesen. Nun gut. Wir können nicht immer gewinnen. Dann gucken wir eben hier nach. Dass hier heute in der Ecke quasi nichts ist, das kann ich ja gar nicht glauben. Auch nicht. Alter, dass hier gar nichts ist. Merkwürdig, oder? Ist doch hier hinten noch an so einem Stück Felsen da. Bei hinter Harriet. Aber da müsste es jetzt schon langsam hier dicken. Nein. Gar nichts. Hier ist das mal nicht, ne? Ja. Hier hätte es sein können, aber auch nicht. Jetzt auch kein Kärtchen mehr für AW. Aber wirklich gar nichts, ne? Heute. Nö. Sehr enttäuschend hier. Aha. Aber ein Pflänzchen. Schwach. Heute ist es schwach. Nun gut. Schauen wir eben da hinten an der Stelzenhütte. Da könnten wir dann auch noch hier ein paar Dingensglöckchen sammeln. Auch nix. Das ist ja unglaublich. Also wirklich gar nichts. Unglaublich. So, hier wachsen doch diese Dingensglöckchen hier, oder?
Oh, Rebhuhnbeere, kann man immer gebrauchen. Aber sonst brauchen wir nicht. Da sind sie, violette Schneeglöckchen. Dann haben wir wenigstens drei, aber wir brauchen fünf, ne? So wilde Möhre hier oder sowas. Schon mal fast eine halbe Stunde gleich. Hier müssen so ein paar Glöckchen wachsen hier. Tja. Oder auch nicht. Ach, wisst ihr was? Wir können nicht immer gewinnen. Nee, alles Dinge, die ich nie brauche. Was soll's? Wir können ja auch mal einen ruhigen machen, ne? Muss ja nicht immer Vollgas. So, wir gucken mal eben. Also, Bullenhäuten muss man halt zu einer Farm. Schwimmen auf gar keinen Fall, da muss man Glück haben. Zartes Fischfilet haben wir nicht genug. Angeln machen wir ja nicht. Kopfgeldjäger, ja, wie gesagt. Könnte man machen, ne? Händler. Dauert einfach, das ist so. Hier könnte man auch noch eben ein paar Sachen erledigen. Aber wie gesagt, uns rennt ja die Zeit davon. Gestorbte Tiere wecken, das geht eigentlich fix. Also es ist machbar. Man muss sich heute, finde ich, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Dann lassen wir es mal. Ist ja nicht so, also ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Gold und Geld genug. Ja, das war die Folge am, was haben wir heute eigentlich, Mittwoch. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.